Namaste, Hari Om und herzlich willkommen beim Center of Excellence für Meditation zu einem weiteren Gespräch über Meditation. Mein Name ist Yashoda von blissunion.com. Ich spreche heute wieder mit unserem lieben Rama. Herzlich willkommen, Rama. Hallo, grüßt euch. Und unser Thema heute, es geht um große Meister und Meditation. Und der Meister, den wir heute besprechen, respektive Rama uns dazu Ausführungen geben wird, ist Ramakrishna. Mhm. Willkommen, Rama, freue mich, dass du da bist. Ja, schön, über Ramakrishna sprechen zu können. Hallo, grüßt euch miteinander. Und so ist es immer auch erhebend. Und auch eine respektvolle Tätigkeit, über große Meister, Heilige zu sprechen. Ne? Und hier dürfen wir natürlich Ramakrishna nicht auslassen, weil viele davon ausgehen, dass mit ihm eine neue Zeit, eine neue Ära begonnen hat, sodass der Yoga auch wieder belebt wurde durch Ramakrishna, der 1836 bis 86 im Körper war und dann diesen Mahasamadhi bekommen hat, also einfach gestorben oder nicht einfach gestorben ist, sondern halt einfach dann in die Ewigkeit überging. Okay, wie auch immer. Er war auf jeden Fall einer, der zu einer Hingabe zu einer Göttin sehr berühmt wurde, durch das, dass er in einem Tempel gedient hat, wo sein Bruder schon gedient hat als Priester und er dann mit 16 Jahren nach Kalkutta ging, um dort im Kali-Tempel die Göttin zu verehren, mit der er vorher schon Kontakt hatte. Und eigentlich sollte er da Geld verdienen, ne? Das wollten irgendwo die Eltern, weil der Bruder war ja schon ein Priester und er sollte einfach da halt jetzt irgendwie die Familie unterstützen. Aber er war nicht in der Lage dafür, weil seine Sehnsucht zur Meditation, zum Einschmelzen mit der göttlichen Mutter Kali so stark war, dass er halt irgendwo überhaupt gar keine Motivation hatte, da irgendwie jetzt was anderes zu tun. Ne? Vielleicht irgendwelche Dinge, die halt Priester dort tun. Ne? Er konnte sich im Endeffekt und er wollte sich einfach nur hingeben. Und das hat auch im Endeffekt war dieses Feuer, was sehr außergewöhnlich ist für Menschen, ne? So, was ja jetzt nicht jeder in uns so stark hat. Das war bei ihm so stark, dass er nichts anderes mehr gemacht hat, als gefleht, dass halt Gott, Göttin, Kali ihm erscheint. Und da sie sich noch ein bisschen verborgen hatte, wollte er sich dann tatsächlich umbringen. Ne? Und als er dann zum Schwert gegriffen hat im Tempel, das dann mit diesem mit dieser Abbildung, mit dieser Statue von Kali da war und sich gerade eben umbringen wollte, da hat sie sich dann offenbart. Das ist so eine Geschichte, die hört man ab und zu mal in der Mythologie oder in der Anrufung nach dieser höchsten kosmischen Kraft, wenn dieses Flehen und das Hingegebene und so stark ist, dann, dass dann da irgendwo dieses in Resonanz geht und Gott sich plötzlich offenbart. Also damit war er dann befreit mit dieser Vereinigung mit der Göttin und dann war es halt wie mit vielen anderen, die wir aus dem Yoga kennen, Swami Shivananda zum Beispiel, dass diese Kraft, die dann von ihm ausging, ne, das ist ja dann auch, dass der Körper sich verändert, der Energiekörper sich verändert, der Geistkörper sich verändert und dann nimmt man plötzlich diese Shakti wahr, diese starke Energie, die halt aus dem Geist hervorkommt, aus diesem kosmischen Geist, aus dieser Grenzenlosigkeit und das haben natürlich die Menschen gespürt, sind davon berührt worden, wollten dann bei ihm leben und haben dann halt, sind seine Jünger geworden. So ein bisschen wie bei Swami Shivananda zum Beispiel. Wie bei allen großen Meistern. Wie das halt so der Fall ist. Manche Meister haben dann halt irgendwo sowas wie eine Mission und manche Meister haben das ja eher nicht, dass die zurückgezogen leben. Aber bei ihm ging dann so vor allen Dingen nach seinem
Tod, weil er viele Hingegebene hatte. Er hatte 12 Jünger, auch hier wieder immer diese 12 oder oftmals, die dann halt einfach sein Werken in die Welt gebracht haben, mit wahrscheinlich dem größten dann Swami Vivekananda, der ja dann auch 1893 nach Chicago ging zu diesem Weltkongress der Religionen und da einen außergewöhnlichen Eindruck geschaffen hat, dass der Westen damit auch wirklich mit dem Yoga mehr in Verbindung gekommen ist und so wie wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, dann irgendwann Paramahamsas Yogananda nach Amerika ging und immer mehr und mehr Yogis von verschiedenen Traditionen. Und heutzutage könnte man ja sich auf der Welt den Yoga gar nicht mehr wegdenken. Und die Vorgeschichte ist das halt. Ne? Der Yoga war irgendwann mal zurückgezogen. Vielleicht hat man ihn nur noch im Himalaya, in den Höhlen, in den Einsiedeleien gelebt und dann kam dieser Yoga wieder und damit die Macht, ne, die Kraft des Wissens in die Welt. Und das ist für mich steht dafür Ramakrishna, der auch den Ehrentitel dann Paramahamsa wie Yogananda bekommen hat, also der große Schwan, das ist dann halt der Vollkommene sozusagen. Mhm. Und natürlich mit Recht. Seine Frau, die sich schon sehr früh verheiratet worden sind, ist dann auch eine große Yogameisterin geworden, gilt auch als Verwirklichte, die Sharada Devi. Mhm. Und so sind auch diese ganzen Jünger, diese ganzen 12 plus Sharada Devi, gelten als höchste heilige, verwirklichte Seelen. Und das deutet auch, sagt man manchmal darauf hin, wie groß der Meister war, je nachdem, wie viel Nachkommen oder Meister da wieder raus sich entfalten konnten oder verwirklicht haben. Ja, und so im Rahmen jetzt der Meditation, ne, wenn wir so in diesem Meditationskontext hier reinschauen, da ist dieses Bhakti sehr stark zu spüren. Ne? Und von dem her verweise ich ja auch auf die Bücher von Ramakrishna Paramahamsa. Eines davon ist zum Beispiel die Disciples, wie heißt es, die Schüler? Genau, wie heißt dieser Titel? Okay, es gibt zwei Bücher, die da irgendwo über ihn geschrieben worden sind von seinen Schülern. Ne? Und ich glaube, das heißt auch eines, okay, da müssen wir vielleicht rausfinden, wie es richtig heißt. Das werden wir rausschneiden. Ne? Okay, da gibt es auf jeden Fall Bücher und die sind immer hilfreich, um mit der Energie von diesem Meister einfach in Kontakt zu kommen. Wie diese Autobiografien, diese Lebensgeschichten dieser Heiligen, diese Verwirklichten, dadurch findet man einen Zugang zur Kraft, zur Macht, zur Shakti und dadurch ist eine Resonanz bei vielen für uns spürbar und die hilft uns dann wiederum in die Meditation zu kommen. Weil es geht halt nicht durch dieses rein Rationale, sondern das Aufgeben der Muster, der Strukturen, ne? Wie halt beim Schlafen gehen im Endeffekt. Wenn ich an nichts mehr denke, wenn ich an nichts mehr psychologisch festhalte oder was nicht haben möchte, wegstoße, dann kommen wir in diesen Zustand, den wir Meditation nennen können. Das ist ja eigentlich auch das Mittel, warum wir das machen, also große Meister und Meditation, weil die Meditation, gerade wenn man mit ihr anfängt, erschließt sich eben nicht durch intellektuelles Denken, aber eben
Bei meinem Lehrer hieß es immer Instant Transmission, also über sofortige Übertragung. Und ich kann das als Schüler nur bestätigen, dass man plötzlich diese Aha-Effekte hat, die eben von diesen Weisheitstraditionen ausgehen, da sie ein absolut schlüssiges Gebäude sind. Das merkt man natürlich erst, wenn man weiter in dieses Gebäude eindringt und das weiter besucht und sich anschaut. Aber es ist die Nähe zum Meister, die auch über ein Buch zu bekommen ist, die einem eine völlig neue Dimension in der Meditation natürlich auch zum Leben gibt. Und das ist, eigentlich ist es so die Geschichte auch, die all die großen Meister, die aus dem Osten in den Westen gekommen sind und diesen Weisheitsstrom hier rübergetragen haben, es ist eigentlich eine ziemlich ähnliche Biografie. Sie kamen Mutterseelen alleine, der Sprache nicht unbedingt mächtig, zu einer Zeit, wo nach Amerika fliegen von Indien für so einen indischen Jungen war, wie heute auf dem Mars fliegen, dann alleine dastehen und nur mit der Kraft des Glaubens an die höhere Aufgabe und des Wissens, dass man eigentlich Gepäck oder Juwelen im Hirn trägt, die man, also im Kopf trägt, die man von seinem Meister bekommen hat. Oder wie mein Lehrer so schön gesagt hat, you are sitting on the shoulders of giants. Du sitzt auf den Schultern von Giganten mit diesem hohen, hohen Wissen. Und sie haben es alle, gut, von denen, die es nicht geschafft haben, hört man nichts, aber all die großen Meister, haben ein Lebenswerk hingelegt, wo wenige Industriemagnaten und Wirtschaftsmagnaten mithalten können. Allein ist ja auch eine ganz andere Kraft, die dahinter ist. Es ist halt einfach was Zeitloses. Es ist halt aus dem Pool der Wahrheit, nicht der Wirklichkeit, der jenseits von Zeit und jenseits von Umständen und jenseits von Kommen und Gehen. Es ist einfach der Zugang der Ewigkeit, der kosmischen höchsten Wirklichkeit und Intelligenz. Und deswegen ist es auch eine andere Kraft. Und deswegen wird man da natürlich auch noch vielleicht in 1000 Jahren drüber sprechen, wie wir über Buddha sprechen, über Jesus sprechen, wo dann jetzt diese Industrie Chefs oder die zum Mond fliegen oder was da immer, da wird niemand mehr drüber sprechen, höchstwahrscheinlich. Außer die werden einen tollen Krieg anzetteln und dann wird es vielleicht wie bei Genghis Khan oder wie bei wie auch immer, also dann werden die so als diejenigen dann noch drüber, über die man dann halt drüber spricht. Ja, genau. Und dieser Ramakrishna ist auch in dieser Form noch außergewöhnlich, dass es, ich kenne jetzt niemanden, der verschiedene Wege gegangen ist zur Einheit. Als er dieser Priester war in diesem Kali-Tempel, wo ich auch einen Zugang habe, weil ich in dem auch öfters früher war in Kalkutta, als ich dort bei den Häusern der Mutter Teresa öfters mitgeholfen habe. Und er ist diesen Weg gegangen, des Vedantas, also des non-dualistischen. Wir sprechen ja nächste Woche auch über Ramana Maharshi, ne, einer der großen Advaita Vedantis, hier schon mal angemerkt, vorgemerkt. Und da kam jemand und hat ihm diesen non-dualistischen Weg aufgezeigt und hat sofort begriffen. Ne? Mhm. Und so ist es ja im besten Fall, ist das ja schon, es ist ja schon da. Und wenn dann die Worte kommen und die kommen in den, die können richtig wahrgenommen werden am richtigen Ort, dann gehen die in Resonanz und es explodiert dann halt einfach. Es öffnet sich dann die Wahrheit einfach, die Unsterblichkeit eröffnet sich dann plötzlich in einem sterblichen Körper, aber die Unsterblichkeit ist dann plötzlich da. Und das ist diese Energie, die dann so ein Meister hat und dann damit auch diese Resonanz, diese Anziehungskraft, diesen Magnetismus, der jetzt nichts mit äußerlicher Schönheit zu tun hat. Wenn man Ramakrishna so sieht, der lümmelt eigentlich meistens auch so ein bisschen rum und so, aber hatte natürlich eine Riesenaura und eine Riesenliebe in sich für alle Wesen. Und danach kam nochmal ein anderer Lehrer und der hatte so dieses Bild,
in alle Religionen einen Einblick zu haben. Und so ist er auch in den Christentum und hat in ein paar Monate oder ein paar Jahre gelebt, das Christentum, und hat dieses verstanden. Dann ist er in den Islam, das sind die drei Strömungen, die in Indien sehr prägnant zusammenleben, ne? Die Christen, die Moslems und die Hindus. Und so hat er auch im Islam dann plötzlich Allah erfahren, ne? Und ist einfach richtig auch mit den Ritualen und hat diesen Islam gelebt. Und dann kam ein Tantriker und ist den Weg des Tantras gegangen. Und weil er eh auch in einem Land des Hinduismus war, und dann ist er auch mit dem Vishnuismus, mit den Vaishnavas in Kontakt gekommen, also mit Rama und Krishna. Und hat auch da Rama erfahren, hat auch da Krishna erfahren. Und so spricht er dann danach auch von dem, was übrig bleibt, wenn wir über die Religionen herausgehen, wenn wir erfahren haben, auf was die Religionen bloß hindeuten wollen oder wieder uns erinnern wollen, ne, von Regards irgendwo zurückbesinnen oder wieder Religion, verknüpfen. Ja. Ne? Genau, die Rückverbindung. Mhm. Und da hat er ein schönes Zitat, das von ihm kam und natürlich jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist, aber dieses würde ich dann zum Abschluss auch einfach nochmal so wirken lassen. Ja, gerne. Ja, weil einfach diese Großartigkeit, wann gibt es wirklich mal jemand, der sich auch die Zeit nimmt oder der den Impuls bekommt, alle Religionen und auch Kasten und Strömungen zu leben und dann plötzlich natürlich diese Erkenntnis hat, dass alles zum Selben führt. Wow. Aber es ist ja, dass man auch sagt, die Religionen sind wie Schilder. Wenn man sagt, hier geht's zum Strand, dann bleibe ich ja nicht vor dem Schild stehen und ziehe mein Bikini an und lege mein Badetuch aus, sondern es deutet auf etwas. Und ja. Weil du vorher eben auch sagtest, die Wirkung der großen Meister, weil das Thema der Urgrund allen Seins ist, ist es letztendlich auch nicht abwählbar. Es interessiert nur Menschen nicht, die ganz, ganz tief in falschen Identifikationen oder Anhaftungen gefangen sind. Da ist es, wie man auf Englisch so schön sagt, way over your head. Aber für mich war es auch way over my head. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kann so einen Bruchteil von einem Satz greifen und den Rest war schon wieder vorbei und konnte ich mir nicht mehr merken und auch nicht mehr begreifen. Aber ich wusste, es hat dieses Ergebnis, also dieses total angesprochen sein in jeder Zelle des Seins. Ja, dieses Berührtwerden. Ja, ja, genau, dieses Berührtwerden. Und dann kann man sich der Wirkung auch nicht ziehen, weil alles andere wird dadurch eben sekundär. Richtig. Ja. Genau, kurz noch bevor du es vorliest, es erinnert mich an eine wahre Geschichte. Der Stern hat ein paar Reporter doch zu Osho geschickt. Und die haben ihre Mercedes, damals noch Journalismus gut bezahlt, in die Tiefgarage gestellt, ihre Wohnungen in Hamburg gelassen, sind dann runtergeflogen, wollten da 2 Wochen bleiben und die sind nicht zurückgekommen. Ah. Es war mit drei Journalisten, die nicht gekommen sind, weil du es durchschaust. Und dann ist die Wertung oder die Wertigkeit, in der wir heute leben, einfach auch wirklich als sehr fragmentarisch wahrzunehmen. Ja. Also willst du damit sagen, die sind nach Indien, nach Pune geflogen, haben Osho getroffen und dann waren sie von ihm so berührt, genau, seine Schüler geworden. Dass sie seine Schüler geworden sind und nicht wieder... Nichts aufgelöst, zurückgegangen sind. Wow, ja, und das ist sehr machtvoll. Und wenn wir die Chance bekommen, ne, so ein Yogananda oder so ein Osho oder so ein Ramakrishna zu fühlen oder ein Swami Shivananda, dann wollen wir da bleiben. Genau, weil so eine Liebe, das haben wir dann einfach noch nicht vorher wahrscheinlich erfahren. Und das ist da, wo dann die größte Zugkraft höchstwahrscheinlich ist. Ganz natürlich, nichts Außergewöhnliches. Ja,
Ja. Weil es alles andere umfasst. Das heißt, alles, was du zuvor gemacht hast, ist nur ein Teilbereich davon. Mhm. Und in dem hat man sich aufgelöst, mit dem hat man sich identifiziert. Und dann platzt eben diese Identifizierung und Raum für was viel Größeres und befreit einen dadurch auch von der gesamten Problematik, die man vorher noch in der kleineren Form hatte. Ja, es gibt auch noch mal eine schöne Geschichte über diesen Ramakrishna, die tut Sadhguru erzählen. Ne? Der ist auch ein großer Meister. Mhm. Ist in der heutigen Zeit, wo viele westliche Menschen, spirituelle Suchende, auch eine große Anziehung finden durch sein außergewöhnliches Wissen und Süße. Und er erzählt die Geschichte, wie Ramakrishna Paramahamsa so gefangen war von der Nahrung, und seine Frau Sharada Devi, die hat ihm gesagt, warum frisst du immer so viel? Warum frägst du 18 Mal am Tag, wann es immer Essen gibt und was es zu essen gibt und wie viel du essen kannst? Und irgendwie war das anscheinend so, dass ich so viel einfach im Tag um das Essen gedreht hat bei ihm. Und irgendwann hat er dann ihr gesagt, wenn ich nicht mehr nach dem Essen frage, das ist ein Zeichen, dass ich gehen werde. Und dann hat sie verstanden, was dann auch passiert ist, dass er sich selbst und seinen Geist und seinen Körper durch die Sehnsucht nach gutem Essen gebunden hat ans Leben, weil er davor schon ein Paramahamsa war, ein vollkommener und voll verwirklichter. Also hat er sich durch irgendwas in der Welt gehalten. Mhm. Und es war das Essen. Und natürlich irgendwo der Bezug Küche, seine Frau und vielleicht Familie oder was da halt auch irgendwo damit verbunden ist. Und irgendwann ein paar Tage, bevor er dann halt gestorben ist, hat er nicht mehr nach Essen gefragt. Und es war so außergewöhnlich, dass seine Frau natürlich gefragt hat, Liebling, was ist los? Du fragst heute nicht nach Essen. Und dann hat er nichts mehr gegessen und ist dann halt ein paar Stunden, ein paar Tage später dann auch wirklich dann, wir sagen ja nicht gestorben, sondern halt übergegangen in den großen, unbefleckten, ewigen, vollständigen Kosmos, in die Liebe. Wow. Mhm. Ja. Okay, jetzt dieser... Ich bin bereit fürs Gedicht, ja. Dieses, was er... uns mitteilt, nachdem er alle Wege gegangen ist. Ramakrishna Paramahamsa. Ich habe alle Religionsbräuche geübt, den Hinduismus, den Islam, das Christentum, und ich bin auch die Wege der verschiedenen Kasten, Sekten des Hinduismus gegangen. Und ich habe gefunden, dass es denselben Gott gibt, zu dem sie alle streben, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Ihr müsst diese verschiedenen Wege gehen und einmal jede Glaubensform wirklich durchproben. Ich sehe überall Menschen, die sich im Namen der Religionen streiten. Hindus, Muslime, Brahmos, Vishnuiten und so weiter. Sie bedenken aber nicht, dass der, der Krishna genannt wird, ebenso Shiva heißt und ebenso gut Urkraft Jesu oder Allah genannt werden und ebenso gut der eine Rama mit seinen 1000 Namen, ein Teich mit vielen Badetreppen. Auf einer schöpfen die Hindus das Wasser in Krügen und nennen es Jal, auf der anderen schöpfen Muslime das Wasser in ledernen Schläuchen und nennen es Pani, auf der dritten die Christen und nennen es Water. Können wir uns denn vorstellen, dass jedes Wasser nicht Jal ist, sondern Pani oder Water? Das wäre doch lächerlich. Jeder Urgrund ist einer unter verschiedenen Namen und jeder sucht nach demselben Urgrund. Nur Klima, Natur, Anlage oder Benennung schaffen die Unterschiede. Ja, es gibt nur das eine. Und dann wird es friedlich. Dann ist es einfach. Und das ist das,
was wir versuchen in der Meditation, ne, und so ist Meditation, ne, der Weg, dorthin zu gelangen und gleichzeitig auch das Erkennen von diesem. Es ist nichts Besonderes, es ist nichts Außergewöhnliches, sondern es ist das Natürlichste und das Einfachste, was dann passiert, wenn ich alle Konzepte aufgeben kann. Ja, wie beim Einschlafen einfach. Dann kommt der Schlaf, wenn ich nicht mehr rechne, wenn ich nicht mehr greife, wenn ich nicht mehr wegstoße, wenn ich einfach alles nur frei gebe, mich dem hingebe. Ein wunderschönes Schlusswort. Danke, lieber Rama. Also wir können es eigentlich nur empfehlen, auch so Biografien von großen Meistern sind auch eine große Unterstützung fürs Meditieren, weil sie einfach extremst motivierend, inspirierend sind, auch für den Alltag, wie man den Alltag sieht, wie man sich selber im Alltag verhält, wenn man andere Einblicke hat. Und deswegen machen wir, nachdem wir das letzte Mal Yogananda Paramahansa hatten, machen wir das nächste Mal Ramana Maharishi, auch ein großer Meister, groß in der Hingabe. Und bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr alle meditiert. Und schreibt euch gerne eure Kommentare unten rein, ob euch das was bringt. Ihr dürft auch Themen vorschlagen. Und wir sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Hari Om. Hari Bol.